Seid gegrüßt und willkommen zur 16. Episode meiner Yuppie Psycho Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, wir haben jetzt den Hinweis bekommen, wahrscheinlich für den Aufzug, wie wir in die sechste Etage kommen, vermute ich. Aber sollte man nicht vielleicht doch erst in die Cafeteria gehen? Wir schauen mal in der Cafeteria vorbei. Ich frage mich ja echt, wann diese Party vorbereitet wird. Ist hier vielleicht was Neues drin? Nö. Ey, ich würde aber schon gern irgendwie was zum Heilen haben, ey. Ich habe das ganze Wasser irgendwann verschwendet, ne? Kacke, Mann. Ja, 200 Credits, genau. 150, fuck. Ey, warum kommt doch keiner ihr das Wasser auffüllen? Okay, jetzt versuchen wir es mal mit dem Code. Also, Glocke. 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 Okay. 8. 5. 5. 1. Kauf. Okay. Holy shit. Oh oh. Okay, ist wohl doch nicht die sechste Etage. Ich hoffe auf ein geheimes Jägerlager oder so. Die Decke ist so niedrig. Auf welchem Stockwerk bin ich? Das ist eine gute Frage. Hier steht Hunter, okay. Das ist in Blut geschrieben, das macht mir keinen Mut. Guck, da ist eine Aktentasche. Leer. 30 Credits hier, ich kann mir wieder was zu essen holen. Da ist die Laterne, das ist so ein Leuchtstäbchen, das ist die Taschenlampe, okay. Was ist denn das für eine Minitür? Wow, fuck, ey, Mann. Ich bin so ein Idiot. Ich habe auch gar keinen. Doch, ich habe noch einen. Wow. Auf dem Schild steht R. Corvus Büro. Ja, cool. Was ist das denn hier? Bestimmt muss ich da. Die Tür ist verschlossen. Daneben ist ein Gerät, das wie ein Kartenleser aussieht. Jo, das dachte ich mir. Die Tür ist verschlossen. Ja, okay. Sie haben die ID-Karte von R. Corvo benutzt. Yay. Okay. Ein Schlüssel ist auch da. Interessant. Okay, ist das so ein Bandings für Hexen? Gegen Hexen? Warum machen wir das Licht hier an, mit die Taschenlampe nicht noch leer wird? Ein Brief. Er lautet: Ich weiß, Sie lassen sich normalerweise von Ihrer Intuition leiten, aber zu diesem kritischen Zeitpunkt würde ich niemandem außer Ihnen trauen. Denken Sie daran, was ich Ihnen über Ihre vertrauten Geister sagte. Gezeichnet E.N. Gut, und hier? Ein Brief, darin steht: Gute Nachrichten bringen Sie mir, lieber Freund. Jetzt, da wir wissen, wo Sie sich verbirgt und wir den Dolch in unserem Besitz haben, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das Siegel am geheimen Eingang brechen können. Gezeichnet A.M. An der Wand hängt ein goldener Schlüssel. Sie haben einen goldenen Schlüssel erhalten. Er hat eine Inschrift. Familienfriedhof. Ah. Gut, aber was ist hier das für ein Buch? Da ist nichts Interessantes. Ja, wow, ein Buch, aber okay, nichts Interessantes. Was ist das hier vom Boden? Buch? Jäger. Danke für das Offensichtliche. Kann ich jetzt dahin? Nö. Hier ist doch kein Plan, ne? Nö. Ich habe nicht vergessen, auf welche Etage der Garten ist. 7 vielleicht? Sieht nicht aus. Nee, das ist das Archiv und das andere Dingsbums. 8 ist der Garten. Okay. Ich bin wieder so angeschlagen, dass ich nicht rennen kann, ey. Scheiße. Das heißt aufpassen.
Und da ist auch diese Viecher. Scheiße. Taschenlampe raus. Wäre ja auch zu schön, wenn man irgendwo eine Wasserquelle hätte. Ich werde so sterben, wenn ich da reingehe. Oh, da ist auch die Eule. Ich weiß, dass ich das bereuen werde. Ja, das wirst du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Sie haben den Schlüssel zum Friedhof benutzt. Ah, die Eule. Diese Eule habe ich schon einmal gesehen. Okay. Opfer. Dieses Grab muss zur Sintra-Familie gehören, obwohl ich den Namen nicht erkenne. Ich muss so aufpassen, dass hier keine Fallen sind. Dieses Grab muss zur Sintra... Ja, wow, haben wir schon gelesen. Ja, hier muss ich wahrscheinlich rein. Die Tür ist verschlossen, aber hier unten ist etwas. Okay, da fehlt ein Auge. Eule, komm mal her. Eule? Hm. Eule, komm da runter. Alter! Komm mal her. Wo führst du mich hin? Oh, bitte keine Falle. Ich glaube, ich habe gesehen, wie die Eule von diesem Wasser getrunken hat. Ich glaube, ich habe gesehen... Ja, aber ich will doch auch Wasser haben für Kaffee. Ja, das wissen wir. Ich will aber auch an dieses Wasser dran. Na. Wo ist die Eule? Vielleicht hat sie jetzt ihr... Nö, hat den Stein nicht reingesetzt. Das wäre auch zu schön gewesen. Können wir hier durch? Hm. Hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Aber was bringt mir das, dass die Eule vom Wasser getrunken hat? Wahrscheinlich nichts. Oh, Schlaftabletten? Vielleicht, wenn ich einige dieser Schlaftabletten auflöse. Sie haben die Schlaftabletten benutzt. Jetzt aber die Eule finden. Komm her, Eule. Wo bist du? Oh, guck mal, eine Kiste. Dieses Grab muss ja... Eine Videokassette mit dem Titel Videoclub Mysterio Erscheinung. Sie haben eine Videokassette erhalten. Aber ich muss die Eule finden. Da ist die Eule. Achso, die ist hier. Genau, die von hier ist die zum Grab wahrscheinlich geflogen. Dann fliegt sie hier runter zu dem Grabstein und dann zum Brunnen Wasser trinken. Ach ja, wir müssen von hier hin. Ich nutze mal diese Leuchtdinger. Weil hier ist ja offensichtlich nichts. Haha. Er schläft wie ein Stein. Jetzt, wo ich ihn aus der Nähe betrachte, sieht eines seiner Augen aus wie Glas. Soll ich es herausnehmen? Ja, Sie haben ein Glasauge erhalten. Es tut mir leid, Herr Eule. Oh. Es leuchtet wie ein Rubin. Ey, mein Leben, ey. Scheiße. Ach so. Da und dann da drauf wahrscheinlich. Nutzen. Das war so klar, dass das Tor die Tür quietscht. Okay, Taschenlampe raus. Unheimlich. Für die Liebe unseres Lebens, Reihe Sintra 1961 bis 1972. Nun, hier scheint es keine Hinweise zu geben. Also gut, dann, obwohl,
Ich könnte versuchen, den Deckel des Sarkophags zu verschieben. Meine Güte, was denke ich denn da? Grabschändung an meinem ersten Arbeitstag. Öffne ich den Sarkophag? Boah. Nein. Ist vielleicht besser so. Wie lange haben wir hier? Chu Jing, 1924 bis 1982. Okay. Und hier? Yuao Xinfa, 1980 bis 1972. Oh, da ist ein Bild von hier. Sieht aus wie ein Anime-Mädchen. Also muss ich es doch öffnen, okay. Ich öffne es nur ein wenig, damit ich es mir ansehen kann und dann schließe ich es wieder. Kein Körper? Da unten glänzt etwas. Sie haben ein paar Glöckchen erhalten. Das sind ihre Glöckchen, oder? Ob die dem Mädchen gehören? Ein Glöckchenanhänger. Er gehörte Ray Sinter. Aber das heilt mich ja auch nicht. Hatte sie hier auch Glöckchen dran? Jep. Vielleicht kann ich die ja Sinter geben. Oh, fuck. Oh, oh. Oh, oh. Ach du Scheiße, was ist das denn? Der Papst? Tritt näher. Vergeben Sie mir, ich wollte gerade gehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Tschö. Ich habe gesagt, du sollst herkommen. Okay. Wer bist du? Pestanek. Pestanek. Sind Sie die Hexe? Die Hexe? Bist du zu deinem Stottern auch noch blind? Siehst du nicht, dass meine Anwesenheit alles um dich herum mit herrlichem Licht überflutet? Diese elende Kreatur, die du Hexe nennst, würde aus einem dunklen Loch voller Dreck kriechen, findest du nicht? Antworte mir, Pestanek, warum hast du das Grab dieses armen Mädchens entweiht? Nein, es war nur nun für den Fall, dass es irgendwelche Hinweise gäbe. Hinweise? Auf was? Die Hexe? Nun, ja. Warum interessierst du dich für sie? Wer schickt dich? Nun, ich soll es nicht sagen. Aber ich schätze, ich kann eine Ausnahme machen. Ich wurde eingestellt, um die Hexe zu töten. Dieses Foto hat mich hierher geführt. Ich wollte ein paar Informationen über Ray Sintra und das andere Mädchen neben ihr finden. Stellt das Unternehmen noch immer Jäger ein? Nun, irgendwie schon. Wenn dem so ist, muss ich mich entschuldigen. Mein Name ist Atia Moeta. Ich war vor vielen Jahren Mitarbeiterin dieser Firma und habe versucht, die Hexe zu besiegen, so wie du es jetzt tust. Leider konnten meine Kollegen und ich unseren Auftrag nicht erfolgreich abschließen. Wir waren jedoch sehr nahe dran. Könnten Sie mir ein paar Informationen geben? Ich bin ein bisschen verloren. Ich habe die Matriarchin der Familie getroffen, bevor sie starb, Xiu Jing. Sie erzählte mir die Geschichte, wie alles begann. Okay, dann hau mal raus. Vor vielen Jahren lebte die Familie Sintra in genau diesem Gebäude. Sie waren ein normales Ehepaar, aber sie bedauerten eines. Sie konnten keine Kinder haben. Daher beschlossen sie, all ihre Ersparnis auszugeben und eine Reise ins Ausland zu machen. In der Hoffnung, auf dem Schwarzmarkt ein Baby zu adoptieren. So fanden sie ein schönes Mädchen, das eingesperrt war. Ihr Name war Dumori. Der Besitzer sagte ihnen, dass sie Glück und Glück bringen würde. Dafür mussten sie doch zwei Regeln folgen. Sie mit einem magischen Siegel eingesperrt halten und sie glücklich machen. Es dauerte nicht lange, bis die Familie erkannte, dass Dumori kein normales Mädchen war. Katzenohren vielleicht? Sie befolgten die beiden Regeln und kümmerten sich um sie, als sei sie ihre eigene Tochter. Und die göttliche Natur des Mädchens erfüllte die Familie mit Glück und Wohlstand.
Innerhalb weniger Monate hatten sie ihr Zuhause in das Hauptquartier von Sintra Corp verwandelt und das Unternehmen begann zu wachsen und zu wachsen. Doch ihr Glück hörte dort nicht auf. Einige Jahre später wurde ein wunderschönes Mädchen geboren. Ray Sintra. Die beiden Schwestern wurden bald unzertrennlich. Das waren die goldenen Jahre des Unternehmens. Es wuchs und wuchs, um das Größte der Welt zu werden. Bis eines Tages alles schief ging. Ray Sintra verschwand auf mysteriöse Weise. Domori wurde instabil, hysterisch. Das Unternehmen geriet in eine Krise. Nach einem Monat freien Fall fehlte von dem Mädchen weiter jede Spur. Also beschloss die Familie, es zu beenden. Sie verbrannten Domori. What the fuck? Die Geschäftskrise endete plötzlich. Aber Ray Sintra tauchte nie wieder auf. Um die Gerüchte zum Schweigen zu bringen, hielt die Familie eine Beerdigung ohne Körper ab. Das war der Beginn des Fluchs der Hexe. Wow. Dann ist die Hexe dieses Mädchen Domori? Haben sie nicht herausgefunden, wo sie sich versteckt? Ein Mitglied meines Teams hatte ihr Versteck gefunden, aber aus Sicherheitsgründen hat er diese Information nicht mit uns geteilt. Am Ende verschwand er auch, wie alle anderen. In all diesen Jahren ist mir etwas klar geworden. Es war ein Fehler, unsere Bemühungen darauf zu konzentrieren, die Hexe zu finden. Das wirklich Wichtige ist die Tochter der Familie, Ray Sintra. Ihr Körper wurde nie gefunden, deshalb bleibt sie noch immer verschwunden. Sie ist die Einzige, die weiß, was in dem entscheidenden Moment passiert ist, als alles schief ging. Wenn du die Hexe töten willst, finde Ray Sintra. Warten Sie aber, wo? Ich habe keine Ahnung, wo das Mädchen sein könnte, aber ich kenne jemanden, der ihr sehr ähnlich ist. Ich muss so schnell wie möglich in mein Büro zurück und mit Sintra reden. Alter, ich habe das Gefühl, dass ich der Lösung des Rätsels ganz nah bin. Oh mein Gott. Was eine Wendung in der Geschichte. Wow. Okay, also wir haben kaum Leben, wir haben diese Ohrringe, wir wissen jetzt, was dieses Symbol hier ist. Das ist nämlich die Halskette von ihr und auch zeitgleich das Symbol für Sintra, das Sintra Corp. Und warum kann man denn nichts angucken hier? Und das hier links ist die Hexe früher gewesen und das hier ist der Schlüssel wahrscheinlich zu allem. Gut, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Episode, denn ich beende die heutige für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet doch das Video. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da und damit ihr keine neue Folge verpasst, könnt ihr ja meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.